Moin moin Leute, es war Sunday Funday, nennt man ja so im Englischen. Das ist mein Pre-Workout. Sonne als Booster, bisschen Monster Energy Zero und danach ein schönes Pull-Workout. Haben da jetzt nicht so viel abgefilmt, der Pull-Down, die Hammer-Swench-Maschine, einer meiner Lieblingsmaschinen für den Rücken. Kaum eine Maschine merke ich so im Latt wie diese Variante. Ja, dachte mir jetzt, bevor ich wieder das gleiche Workout nochmal zeige, was ich schon mal gebracht habe, lasse ich das mal heute ein bisschen kürzer. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr mehr Training sehen, mehr Alltag sehen? Ja, ich mache das ja auch so ein bisschen nach dem, was die Leute sehen wollen. Deswegen euer Feedback ist gefragt. Bizeps Finisher war Obergriff, Bizeps Curls mit der SZ-Hantel, auch schön für die Unterarme. Probiert es mal aus, wenn ihr es noch nicht macht, für die Unterarm Gains und für den äußeren Bizeps Kopf. Ja. Das war kurzer Trainingseindruck von dem Sonntag, war richtig geiles Wetter, wir sind dann noch ins Freibad gegangen. Und haben noch geil abends Pizza gemacht. Also ein ganz entspannter Sonntag. Und da seht ihr mich post-Workout. Viel Spaß noch mit dem Video. Bis gleich. Hallo, Freunde. Hallo. Läuft der überhaupt? Der läuft, glaube ich. Wohin denn? Nur läuft halt Richtung Wettkampf. Wir sind heute im Schwimmbad, Freibad, hier auf dem Mitgliederparkplatz. So sagen wir in Hamburg. Und hier darf man eigentlich gar nicht rauf, weil hier nur für so Schwimmathleten und so. Aber für Mitglieder. Nur für Mitglieder, aber ich bin ja ein Schwimmathlet, beziehungsweise ein richtig guter Körper. Richtig guter Körpermacher. Da habe ich auch ein Beweisvideo von. Wie ein Hund. Frage jetzt, vielleicht sieht man auch zu viel von deinem Dekolleté. Ja. Aber es sei euch gegönnt. Ich schalte mal auf mich um. Hier. Jetzt im Hintergrund seht ihr da vielleicht das Schwimmbad. Und da springen wir gleich rein, illegalerweise. Wir werden sofort rausgezogen. Wir sofort rausgeschmissen. Am Hintern. Am Hintern Kran rausgezogen. Wir sammeln schon wieder nur Stuss. Eigentlich wollte ich euch nur erzählen, dass ich langsam so ein bisschen duselig werde im Kopf, weil ich doch so ein bisschen zu wenig Energie aufnehme für das, was ich an Output habe. Aber das muss ja so sein im Moment. Das heißt, ich bin ein bisschen verwirrt. Gereizt. Ein bisschen schneller gereizt und habe ständig Hunger. Ja. Cravings. Cravings kriege ich langsam. Als wir bei McDonalds vorbeigefahren sind zum Beispiel auch. Jetzt passiert es doch, trotz Flexible Dietings und If It Fits Your Macros, sobald ihr dann so irgendwann Richtung 2000 Kalorien am Tag kommt, gehen die Cravings eben doch los. Ja, aber hilft nichts, sind ja nur noch 3 Wochen. Es sind noch genau 26 Tage. 26 days out. Und ich habe immer. Nein, gar nicht. 27, Entschuldigung. Sie haben 29. Ne? Ja. Ja, 27 Tage. Ich habe immer noch ganz gut Carbs in meiner Diät. Die Fats sind low. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen hormonell nicht mehr ganz so gut drauf. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf achten. Mache vielleicht mal jetzt nächste Woche 2 Tage mit mehr Fett und weniger Carbs. Alles eine Sache der Anpassung. Hört auf euren Körper. Jetzt gehen wir planschen, ja? Und dann gehen wir in den Schatten, weil sonst gibt's sonst gibt's einen roten Nacken. Ne? So snacken wir hier in Hamburg. Platt. Wie sagt die das? Mogwidat. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr noch nicht in Hamburg wart, ne? Und wenn ihr in Hamburg seid, dann müsst ihr den Leuten immer sagen, sag es ehrlich. Das ist so wie im Englischen, wie stay true, stay real. Oder im YouTube-Sprache Real Talk. Sag es ehrlich. Soll ich mal eine Serie machen? Die ganzen YouTuber machen so Serien. Real Talk. Wer macht so, sag es ehrlich? Ich mach, sag es ehrlich. Mein lieber Scholli, sag es ehrlich.
Wenn ihr das gut findet, dann schreibt mal in die Kommentare. Ich soll so eine Serie machen, wo ich dann mal meine Meinung zu bestimmten Themen sage, die ihr vorgebt. Okay. So, Freunde, jetzt seht ihr Schwimmkunst in Perfektion. Oder auch nicht. So macht man kein Körper. Strubbelpeter nach dem Schwimmbad am Start. Boah, ich sehe gerade, die Linse ist, glaube ich. Oder ist der Bildschirm? Irgendwas dirty, egal. Es gibt heute wieder Pizza. Und zwar heute Hotdog-Pizza-Style, Western, wie auch immer. Wie ihr seht, mit Mais. Den Wiener Würstchen von Viel Leicht, unter 3% Fett. Bolognese-Soße von Alnatura. This one. Als Tomatenunterlage. Dann gibt es natürlich noch Potato Wedges. Und noch einen kleinen Salat, aber das seht ihr gleich. So, ich kann zwar nicht so gut Körper machen, aber ich kann kochen. Und ich weiß, was Macros sind. Richtig geile Pizza. Ist das eine Hotdog-Pizza, ne? Mhm. Hotdog-Pizza, Western-Style, Potato Wedges und ein bisschen Micros. Und jetzt gucken wir noch einen Film. I love you.